Herzlich willkommen zurück zu Doom Eternal. Na Leute, der erste Tod war unausweichlich. Like what the fuck. Hier haben wir eine riesen Challenge hinter uns gelassen. Eins von sechs Portalen, die extrem schwer sind. Dafür haben wir mal einen Himmelsschlüssel bekommen. Alle sechs davon haben, dann können wir irgendwas krasses freispielen, so hieß es. Dafür haben wir auch drei Waffenpunkte bekommen und die werden wir jetzt verteilen. Und zwar auf diese Waffe. I guess. Und zwar Schnellfeuer. Ja, und zwar Schnellfeuer. Das war's. Mehr können wir nicht machen. Aber ich denke, das ist auch schon mal ganz gut für den Anfang. Okay. Gucken wir uns hier weiter um in der Hölle. Wie man da hinkam, einfach hier hoch, dann mit dem Dash darüber und dann war man huki-zuki bei dieser Challenge. Und es war wirklich eine Challenge. Ganz viele super starke Dämonen, auch einer mit so komischen Schwertern, die wir noch nie zuvor gesehen hatten, war da schon. Das war wirklich hart. Aber hier, diese Shotgun, die hat uns ein bisschen gecarried, muss ich einfach sagen. Hey, da ist ein One-Up. Hab ich das One-Up bekommen, bin ich aber tot. Ist doch klar, oder nicht? Das werde ich sonst nicht weiter überleben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Wir klammern uns erstmal hier dran. Dann würde ich sagen, jump, jump, klammern wir uns hier dran. Und dann schleppen wir uns doch das One ab. Ah, und sterben. Das Lebenssignal des Verräters ist nahe. Nein, halt dich fest. Halt dich fest. Das war komisch. Nein, wir sterben ja nicht, wenn wir in der Lava fallen. Wir nehmen nur ein bisschen Schaden. Und ich denke, das ist es wert, oder? Ein Sacrifice für ein Extra-Leben? Nochmal so ein schwieriger Showdown kommt? Doch, doch. Nehme ich. Was empfehlen wir jetzt? Karte? Dürfen hier auf diese komischen Plattformen jumpen. Na, manchmal denke ich echt, Doom Eternal ist ein Jump-Run-Spiel. Ich weiß ja nicht. Es fühlt sich so an. Definitiv. Es gibt überall Bewegungsmelder und Artillerie. Bewegungsmelder. Wird's jetzt hier ein Stealth-Game oder was? Who the fuck ich is this? Ich sagte, ihr sollt mich zurücklassen. Ich gehöre hierher. Dein Volk zu retten wird dir keinen Frieden bringen. Nur deine Last weiter erschweren. Jetzt willst du der Khanmaker selbst trotzen? Es ist an der Zeit, für dein Volk Buße zu tun. So wie es Zeit für meines war. Hör zu, Slayer. Wenn sein Herz zur Ruhe gebettet wird, wird seine Seele Frieden finden. Gut und gefangen! Auch meine. Ich tue, was ich tun kann. Freund Nase. Das ist auch mal schön zu sehen, ne? Jemand, der uns freundlich gesinnt ist. Weil wir sonst immer auf uns allein gestellt sind, eigentlich. Eieiei. Na gut. Okay. Was sind das hier für riesige Geschütze, hä? Sind schon relativ komisch. Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hoch? Von hier aus vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich hätte da hinten einfach hochwalken können. Ich bin ein Idiot manchmal. Ja, moin. Naja. Irgendwann finde ich auch mal meinen Weg. Hier wollen wir hin. Was ist das schon wieder? Der Verräter. Nach Jahren scheinbar endloser Kriege gegen die dämonische Bedrohung setzte Agent Dnur zu einem dimensionsübergreifenden Schlag an und entsandte seine größten Krieger ins Herz der Hölle.
Trotz Ausbildung und Vorbereitung wurde ihr Mut von Tücke bedeutungslos gemacht. Verrat in höchster Instanz, der Befehlskette überließ die mutigsten Krieger von Argent nur abgeschnitten und durch die Hölle verstreut ihrem Schicksal. Doch nur einer dieser letzten Wächter der Nacht verblieb auf eigenem Willen in der Hölle. Es war Commander Valen, der Verräter der Agenta, der die Schlüssel zum Elemental Sepulchre gegen die Wiederauferstehung seines Sohnes eingetauscht hatte. Dämonische Visionen plagten ihn, das gequälte Antlitz seines Sohnes ließ ihn nicht los und das Flüstern der Dämonen raubte ihn den Verstand. In einem Monat der Schwäche gab er der Täuschung der Dämonen nach, besiegelte das Schicksal vor Argent nur und verdammte das Königreich, dem er einen lebenslangen Eid geschworen hatte. Valen wählte das Höllenexil als Bestrafung für sein Sakrileg. Wow. Ein düsteres Schicksal, aber sehr interessant. Ich bin froh, dass wir ihn hier sehen, also. Aber er bleibt erstmal. Wird uns hier nicht weiter supporten. Leider. Hallo! Oh shit. Doom Eternal. Das Jump'n'Run-Game Nummer 1. Neben Super Mario. Ja. Wunderbar. Da wünschte ich mir, nicht in der Ego-Perspektive zu sein. Ganz ohne Scheiß. Das wäre eine lange Nacht. Ich finde, die Jump'n'Run-Passagen hätten sie weniger machen sollen. Ich finde die suboptimal, wirklich. Der Steuerung. Aber ich glaube, es ist nur eine Sache der Gewöhnung. Ich habe nur sehr viele Probleme damit. Bett? Wer ist das? Wer beschießt mich da? Ey, von da hinten schon. Aber diesen Fernkampf können wir auch zu zweit spielen, Freund Nase. Ah. Können wir zu zweit spielen? Ob wir es müssen, ist eine andere Frage. Ist er tot? Er ist tot. Nice. Oh wow. Bowser Castle-like, ey. Ich sag's ja immer wieder. Ja, sag mal, wo soll ich denn da hin? Ey, come on! Hört doch mal auf mit dem Jump'n'Run hier. Das nervt. Ich hasse es. Ich hasse es halt wirklich. What were they thinking? Oh mein Gott. Sollte aufhören mit dem Scheiß. Keine Lust da drauf. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch komplett gestört. Es geht halt nicht. Och, come on. Das ist doch... Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Jo, wir machen einen Ego-Shooter, machen aber Jump'n'Run-Abschnitte. Ja, mein Ass, Alter. Ich kann's nicht. Ich finde das echt scheiße. Und wenn mir was nicht gefällt bei den Spielen, sind es diese Jump'n'Run-Abschnitte. Bin ich wirklich zum Kotzen. Ich hasse sie so sehr. Ja, und jetzt? Euer Helden, wo soll ich denn hin? Ja, Game Over ist doch schon vorprogrammiert. Was soll ich machen, Mann? Es ist doch zum Kotzen. Nee, ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Das ist ganz, ganz grauenvoll. Jump'n'Run-Abschnitte. Ego-Shooter, alles klar. Oh, Mann. Wenn die Sprünge wenigstens nicht so assi wären. Die Plattform geht auch noch weg. Das heißt, man hat keine Chance, sich irgendwie umzuschauen. Guckt euch das an. Das ist doch Super Mario. Oh mein Gott. Kann ich bitte wieder Dämonen abschießen und keine Jump'n'Runs mehr machen? Danke Gott. Okay, falsche Waffe auf jeden Fall. Probieren wir die neue aus. Yeah, die hat was. Jetzt hier mit dem Hitzestoß. Viel stärker geworden. Jetzt kommt wenigstens was, was ich gerne mache. Nämlich hier gute alte Shooter-Manier zu erleben. Yeah, let's go! Fucking Jump'n'Run, ey. Geh mir weg damit. Ich hoffe, dass wir nicht mehr so oft vorkommen. Na, friss! Bam! Heb dir die volle Dröhnung, mein Freund. Ja, das war die volle Dröhnung. Und tschüss, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Das ist der Grund, warum ich Doom spiele und nicht
fucking Super Mario gerade. Ich mag ja auch Mario und alles. Oh, shit. Und in einen Ego-Shooter will ich keinen Jump'n'Run-Passagen haben, okay? Okay. Haben wir uns da verstanden. Ey, was ist das? Oh, Verstärker. Da jetzt machen wir richtig viel Damage. Jo, jo, jo. Das kenne ich doch noch. Gab's ja hier in Doom 2016 auch. Oh mein Gott, nein, der blöd Mann wieder. Mein Erzfeind. Diese Hassliebe zwischen mir und ihm, die ist einfach immer noch beständig. Eieieiei. Ja, moin. Ja, gönn dir. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. 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 Oh mein Gott. Come on. Tschüss, Mann. Schlimmste ist weg. Oh mein Gott. Jetzt kommt noch so ein oller Kaku-Dämon oder was. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kauen, kauen und runterschlucken. Eieiei. Eieiei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so amazing. Das funktioniert halt besser als irgendwelche Jump'n'Run-Passagen. Sagen wir, was ihr wollt, das ist Mist mit den Jump'n'Run-Passagen. Das hier, das ist der wahre Shit. Come on! Nein, ich bin eh tot. Das war richtig. Tja, auf ein neues dann. Ist halt leider nicht so einfach, das Spiel. Oh wow. Schaffe ich es denn immer hier reinzulanden? Naja. Leben ist auf jeden Fall in Sichtweite. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss das ein bisschen anders angehen. Der Kampfbereich gefällt mir nicht. Er ist viel zu klein und die Lava ist omnipräsent. Go. Nein, jetzt kommt er wieder. Oh, zwei Schuss und er ist weg. Ganz ehrlich, das ist super. Wer hat denn damit gerechnet? Ich auf jeden Fall nicht. Kauen, kauen, runterschlucken. No, how it works. Oh nee, falsche Waffe. Gib mir das Plasma-Gewehr. Die andere Waffe da, die ist so scheiße. Wegen der Waffe bin ich auch gestorben. Die so schlecht ist. Nur schlecht, grausam ist die. Absolut garbage, diese Waffe. Hopp. Stirb. Gib mir deine Lebensenergie. All I need. Komm schon. Nächster. Ah, bumm, Hitzestoß. Let's go. Let's go. Oh, wer will's wissen? Du hast keine Chance gegen mich im Nahkampf. Bitch. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Tschüss. Gibt's auch wieder eine Möglichkeit, schnelleres Waffenwechseln zu haben? Jetzt waren wir gerade ein bisschen zu langsam. Ach, wir haben es schon geschafft. Ah, da hätte ich nicht verrecken dürfen. So schwer war das gar nicht. Naja. Mit der Umgebung nicht so zurechtkommt. Die gefiel mir nicht. Und ich war immer noch getriggert von dem Jump'n'Run. Ganz ehrlich. Schade, Jump'n'Run. Meine, das ist abwechslungsreich und alles. Die Idee ist da. Die Umsetzung. Na egal. Okay, da sollen wir hin. Da hinten. Let's go. Nice. Das war der Level. Ich sehe. Erkunde 13 von 15. Guck. Hab mich gut umgeschaut, hä? Ach, wenn mit Cheatcodes kann man nicht mal die Mission richtig abschließen oder was? Wie schlecht. Deswegen wählen wir die auch gar nicht erst.
Fortress of Doom. Lang, lang ist's her, hä? Finally back. Aktivieren Sie jetzt Ihren Himmelssucher, um die übrigen Höllenpriester zu finden. Der zweite Höllenpriester befindet sich im nördlichen Gebiet der Erde. Ich kalibriere nun das Portal. Solange sie der Nordpol ist, richtige Eiswelt, da bist du auch witzig. Wiederhergestellt ist, haben sie Zugriff auf das ganze Schiff. A Doomsgate. Hä? Ah, das ist die gute alte Musik, hä? Von Doom. Das ist von Doom 1, was hier spielt. Okay. Cooles Easter Egg. Gefällt mir. Haben wir aber gefunden, die Schallplatte, ne? Da müssen wir hin. Jetzt haben wir hier Doom 1 Musik. Ja, moin. Solche Passage gab es ja in Doom 2.16 auch. Da gab es so Secrets. Da war alles so ein bisschen Doom 1 die gehalten mit der Musik dann. Wenn ich mich recht entsinne. Das Wächterbatterien. Setz die Wächterbatterien in der Fortress of Doom in den Sockel ein, um Gegenstände freizuschalten und Teile der Festung mit Energie zu versorgen. Du kannst Wächterbatterien in Missionen finden oder indem du alle drei Missionen zur Auswahl abschließt. Okay. Let's go. Wächterenergieniveau steigt. Stelle Energiezufuhr für Haupt- und Zusatzsysteme wieder her. Wie groß ist das denn hier? Ja, moin! Alles klar! Bruder muss los! Was zum Geier? Warum ist das so riesig hier? Ey. Das war das gute alte Doomslayer-Outfit, oder nicht? Ah, das kann man alles freischalten nach und nach. Oh, wie schön. Das ist ja cool. Das ist ein Waffenmod, glaube ich. Ah, da fehlt aber noch viel. Da müssen wir Augen offen halten, ne? Weil die ganzen Sachen alle finden. Ist das die Big Fucking Gun? Sieht ein bisschen danach aus. Holy shit. Alright. Da scheint noch was zu sein. Let's see. Finde ich auch nicht schlecht, wenn wir hier was finden. Das Umsehen muss sich ja wohl bezahlt machen, oder nicht? Ah, na guck an. Fortress of Doom. Fortress of Doom ist eine Befehlsstation, die von den Wächtern für Militäroperationen genutzt wurde. Die SEA-Datierung liegt nahe, dass die Struktur während der Herrschaft von König Danak erbaut wurde. Spektralanalyse der Wächterenergiesignatur, mit der die verschiedenen Systeme versorgt werden, bestätigt diese Theorie. Während die Stein- und Metallstrukturen des Schiffes ganz klar agenter Ursprungs sind, können die Subsysteme der Burg, Navigations-, Gravitations-, Zentrifuge, Lebenshaltung den Mikers zugeschrieben werden. Was auf eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Völkern hindeutet. Es gibt keinen Antrieb, da dieser nicht benötigt wird. Die Fortress manipuliert den Raum mittels eines unbekannten Prozesses, der über Wächterenergie läuft. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass die Systeme für die Nutzung durch Makers entworfen wurden. Die Zugänge, Steuerungspaneele und Quartiere sind allesamt auf Agenter-Dimensionen ausgelegt. Und so können wir davon ausgehen, dass diese massive Struktur für Agenter-Kriegsführung entworfen wurde. Höchstwahrscheinlich als Flaggstation der militärischen Streitkräfte der Wächter der Nacht. Uns liegen Aufzeichnungen über die Wächter der Nacht vor, die viele bewohnte Planeten in ihren lokalen Quadranten besuchten. Die Ausmaße ihres Reichs werden noch erforscht. Die Fortress ist vermutlich ein Überbleibsel einer wesentlich größeren Flotte. Alright. Ich habe was über die Fortress gelernt. Was ist das für ein kleiner Mini-Roboter? Hey. So ein Mac. Plattenspieler. Alter Computer. Choose the file. Oh mein Gott. Was? Ey, ich glaube, hier können wir Doom und 1 und 2 freischalten. Kann das sein? Kann das sein, dass wir es irgendwann hier bekommen? Bestimmt. Wow. Das wäre ziemlich cool. Echt nice. So viele Details. Und hier kommen die ganzen Miniaturen hin, die wir gesammelt haben. Imp. Zombie von der Erde. Wunderschön. Ey, ohne Witz. Das hat was.
kann man das alles hier vervollständigen und sieht so ein bisschen seinen Progress. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Es ist so viel los hier. Es ist so viel los. Mach auf! Gucken wir uns ein bisschen hier um. Wow. Und für das denn? What's this? Ja, da können wir auch wieder was freispielen. Ist das eine bessere Rüstung oder sowas? Wow. Oh. Sieht echt cool aus. Ich kann nur staunen über dieses Game. Immer und immer wieder. Haut mich echt vom Sockel. Okay. Ich möchte jetzt aber mal da hinten gucken. Da gibt es auch noch irgendwelche Goodies, die wir aufnehmen können. Und zwar... das hier. Aber da fehlt ja was. Verdammt. Ach komm. Wie doof. Da unten auch. Ja, das muss man auch irgendwie anlocken. Ich denke, diese Sachen sollten wir zuerst freischalten. Das sind die wichtigsten, die uns im Spielverlauf auch richtig helfen. Eine andere Rüstung oder so, die bringt uns nichts. Ist halt nur Aussehen. Heißt nur. Aussehen ist auch wichtig. Aber ganz ehrlich. Wichtiger sind solche Waffen-Upgrades und so. Ja, und wo geht's jetzt weiter, ihr Scherzkekse? Da oben, ne? Ja. Da oben ist ja sogar markiert. Es gibt Leute, die sind so blind wie ich, die sehen das dann trotzdem nicht. Lass mal ganz oben wieder gehen. No problem. Yep. Und zwar bekommen wir hier die Eisbombe. Was ist das? Drücke L1, um eine Eisbombe abzufeuern. Drücke den Quatsch nach links, um sie gegen eine Splittergranate auszutauschen. Friert die Dämonen ein. Macht keinen Schaden, friert aber ein. Könnte interessant werden. Ist auch völlig neu. Ich glaube, die normale Granate ist mir trotzdem lieber erstmal. Na gut, Leute. Schnuppern wir mal in das nächste Level rein, würde ich sagen. Hä? Oder auch nicht. Oh Gott, ist nicht der beste Doom Eternal-Part, es tut mir leid. Will nur quasi dieses Raumschiff gerade erkunden. Ich habe es eben schon erkundet, aber jetzt will das Spiel, dass ich das erkunde. So kommt es mir zumindest vor. Guck mal denn da jetzt runter. Ich finde das ein bisschen sehr unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Raumschiff hier. I mean. Ich glaube, wenn wir hier im Kreis gehen. Ja. War schon ein bisschen unübersichtlich. Na gut, hier waren wir auch noch nicht, ne? Riesen Doomslayer-Rüstung oder was? Eieiei. Besuche das Dämonengefängnis. Bestrafe die Dämonen im Gefängnis. What? Repertorium. Aha. Was zum Geier? Im Dämonengefängnis kannst du den Kampf gegen Dämonen üben, ohne zu sterben oder dauerhafte Inventar wie Munition und Extra-Leben zu verlieren. Neue Begegnungen werden freigeschaltet, wenn du dich in der Kampagne fortschreitest und neue Dämonen entdeckst. Du hast die Arena durch das Portal, wenn du fertig bist. Wie? Da kann ich einfach nur trainieren, gegen Dämonen zu kämpfen? Lol. Warum soll ich das tun? Ich meine, die sind doch eh einfach. Noch keine starken Dämonen oder so. Aber ich soll die jetzt erstmal alle umlegen, oder was? Alright. Kriegen wir hin. Boom. Und tschüss, Mann. Oh Gott. Wegen. Krieg keinen Schaden oder sowas. Voll aufs Maul gerade. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Und ich hoffe auch nicht, dass jetzt hier unendlich Gegner kommen.
Ja, das wäre nicht gerade cool, aber die Umgebung gefällt mir hier. Distanziert sich richtig von der eigentlichen Festung, von der Raumschiff hier. Ich finde es auch witzig, dass man das halt mit der Hintergrundmusik von Du meinst dann erleben kann. Hat schon was, oder? Es hat schon was. Sind alle tot? Not yet. Haha! Verlass das Gefängnis, das war der letzte. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll. Amine ist ganz witzig. Alter, ein Prätorenanzugspunkt. Oh man, was wollt ihr von mir? Redet mit mir! Ah, wegen dem Himmelsschlüssel. Ja. Mit Prätorenanzugspunkt holst du ja Prätorenanzug Extras. Verleihen dir Fähigkeiten. Ja, das kenne ich noch. Von Doom 2016, da gab es das nämlich auch. Oh Gott, ist das kompliziert geworden, ne? Splittergranate, Umgebung, Erkundung, Grundlagen, Eisbombe. Grundlagen. Höheres Tempo beim Hochziehen. Nicht gerade meins. Enthüllt die Automap-Station, dass man die Karten gut aufdeckt. Finde ich gut. Nun gegen Schaden durch Fassexplosion. Die respawnen dann wieder. Fässer hinterlassen Munition. Nicht schlecht. Gott, was hier alles gibt. Enthüllt sämtliche Fortschrittsgegenstände. Größere Automap, Erkundungsradius. Enthüllt die Position sämtlicher Fortschrittsgegenstände. Das ist gut, wenn man 100% ansteuert. Ganz ehrlich, die Automap, wobei, die ist eigentlich immer einfach zu finden. Ich glaube, ich brauche das nicht, die Erkundungssachen. Waffen- und Modwechsel, genau das wollte ich haben. Haben wir so viel? Nein, haben wir nicht. Ja gut, höheres Tempo beim Hochziehen. Mache ich das jetzt mal. Weil das will ich auf jeden Fall haben. Schnelles Waffenwechseln. Ah nee, das ist für die Mod, ne? Nee, für beides. Dash füllt sich schnell wieder auf. Weiß nicht. Blitzwechsel will ich nur haben, den Rest brauche ich nicht unbedingt. Schaden gegen eingefrorene Dämonen ist erhöht. Werden Gefrorene getötet, bekommen wir Gesundheit zurück? Das ist heftig. Das ist super. Okay. Ich glaube, ich werde mich dann auf die Eisbombe tatsächlich ein bisschen konzentrieren, to be honest. Weniger Schaden von Giftschleim, auch nicht schlecht. Gibt schon ein paar nützliche Sachen. Den Ritter einfach mal, das ist geklaut. Okay. Konfiguriere den Missionsteleporter. Oh mein Gott! Ihr macht es mir zu kompliziert. Ah, hier gibt es viel zu viel zu erledigen, Leute. Wenn ihr versteht, was ich meine. Diese Raumstation ist viel zu groß. In my opinion. Aber okay. Na, kommen wir dann zur nächsten Mission. So ist es. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ja, sorry, ne? Wir haben nur ein bisschen rumgedamelt. So richtig was erreicht haben wir jetzt hier nicht, ne? Es tut mir leid. Aber was soll ich machen, Leute? Die Raumbasis wurde uns vom Spiel ein bisschen vorgestellt. Ich habe mir mehr Action erhofft, aber immerhin. Wir haben es hinter uns. Im nächsten Part gibt's wieder richtig krasse Shooter-Action. Und ich hoffe weniger Jump'n'Run-Action. Okay, Leute. Daumen hoch, falls es euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.